Tag gesagt und willkommen auf unserem Kanal. Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einer neuen Bogenvorstellung. Wir zeigen euch diesmal den Bogen der Firma Drake Archery und zwar den Korall. Der Korall ist ein Hybrid, ein sehr kurzer Hybrid, der mit einer Länge von 54 Zoll und einem Gesamtgewicht von ca. 550 Gramm daherkommt. Trotzdem er so leicht ist, liegt er echt gut in der Hand. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass hier wirklich keine Ecken, keine Kanten sind. Der ist, wie sagt man so schön, so ein Handschmeichler. Also wirklich schön gemacht. Ja. Das Griffstück besteht aus Diamondwood. Wenn man hier so ein bisschen genauer hinguckt, dann kann man sehen, dass da zwei so eine hellen Streifen drin verlaufen. Das ist Bambus, zumindest sagt der Hersteller. Und diese beiden Streifen, die laufen hier aufeinander zu und ziehen sich dann quasi komplett durch den gesamten Wurfarm bis zum Ende hindurch. Und die Wurfarme, die sind dann noch mit Schwarzglas versiegelt. Den ich hier habe, der hat ein Zuggewicht von 35 Pfund bei 28 Zoll. Bei meinen knapp 27 Zoll, habe ich vorhin gemessen, sind das in etwa 30 Pfund, die ich hier auf den Fingern habe. Der Bogen hier, der gehört einem Vereinskollegen, und zwar dem Kai. Der hat uns den zur Verfügung gestellt. Kai, vielen, vielen Dank dafür und auch ganz vielen Dank nochmal auch für das Vertrauen, dass wir den hier einfach so mitnehmen dürfen und mal testen dürfen, den Bogen. Wir werden einfach nochmal zwei verschiedene Pfeil-Setups durch den Koni schießen und werden mal gucken, was der Bogen sagt, wenn man dem eine andere Sehne verpasst. Die jetzt hier drauf ist, ist ziemlich dick. Leider habe ich von Sehnen so ja keine Ahnung. Aber ich glaube, man nennt diese Art von Sehnen Endlossehne. In dieser Konfiguration, da sinkt der Bogen regelrecht. Ich halte euch mal hier so ein bisschen an mein Mikrofon. Vielleicht könnt ihr das hören. Achtung. Also ihr hört extrem laut. So ein bisschen wie eine Gitarre oder keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Saiteninstrument. Und man spürt diese Doing, was man hört, auch tatsächlich in den Fingern. Es ist nicht so schlimm, wenn man den Bogen schießt, aber so ist es doch schon ja, ein schönes Kribbeln. Bogenschießen ist quasi das Schlagwort zur Überleitung. Wir schießen mal durch den Kroni. Ich habe zwei Pfeil-Setups dabei. Ein etwas schwereres. Das ist hier ein Cross X Madeira Light mit einem Spine-Wert von 700 und einem Gewicht von ca. 9,8 Grain per Pound. So, wollen wir mal schauen, was der Korall mit dem Pfeil jetzt hier macht. 152,8 FPS zeigt uns hier das Gerät. Irgendwie hat es schon erwartet, weil so ja durch die Bauart bedingt ist der nicht so fix wie ein Recurve. Lässt sich aber trotzdem angenehm schießen. Wobei, angenehm schießen, er lässt sich angenehm schießen. Das Gefühl aber, wenn man den Bogen auszieht, ist erstmal gewöhnungsbedürftig für mich. Das ist ziemlich schwer. Also ich habe das Gefühl, ich würde eigentlich, wenn ich das vergleiche mit dem Kiowa, habe ich das Gefühl, ich hätte einen viel stärkeren Bogen hier. Und ich muss hier auch irgendwie ein bisschen mehr halten hier hinten, obwohl ja gemessen weniger auf den Fingern ist. Das ist komisch. Dritten Pfeil. 151,8. Mal kicken, was der mit leichteren Pfeilen macht. Das hier ist der Pentathlon Bandit. Spinewert 900. Und in etwa 7,5 Grain per Pound. Mal schauen. Der sollte ein bisschen fixer sein. 166,2. Aber der Bogen meldet auch gleich, dass er hier einen leichteren Pfeil hat. Man merkt dieses Doing, dieses Vibrieren stärker. 171,8. Und der dritte Pfeil.
170,2. Also wir haben hier schon ein paar FPS mehr auf der Uhr, aber ob man das unbedingt haben möchte und dafür eben diesen Komfort sausen lässt, des schweren Pfeils, der sich irgendwie satter schießen lässt und der auch ein besseres Gefühl übermittelt. Also ich persönlich würde den wohl eher tatsächlich lieber mit dem schwereren, wenn nicht sogar noch mit einem noch schwereren Pfeil schießen wollen. Ja, Mensch, wir werden mal kicken. Wir werden mal diese Standardsehne, diese Gitarrensehne hier mal tauschen gegen eine Custom-Sehne und werden mal gucken, was der Bogen dann sagt. Die Sehne ist getauscht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ob das mit dem Licht hinhaut. Wir haben jetzt hier im Vergleich zu der Originalsehne eine Sehne drauf, die etwas dünner ist. Übrigens an der Stelle ganz große Dankeschön an den Guido, an den Stringwister. Der hat diese Sehne hier für mich gebaut. Und ja, eigentlich nicht für mich, sondern für den Kai. Und ja, der macht quasi diesen Test hier dadurch ja erst möglich. Wie gesagt, großartig von Sehnen habe ich gar keine Ahnung. Deswegen ist es immer sehr gut, wenn man da jemanden hat, an dem man sich vertrauensvoll wenden kann, der einen da berät und der dann die passende Sehne für einen baut. Genial aussehen tut sie schon mal. Wir machen mal jetzt wieder diesen Mikrofontest, was wir vorhin gemacht haben. Mal gucken, wie sich der Bogen jetzt anhört. Ja, mit Sicherheit hört man das. Es ist nur noch ein trockenes Plop zu hören. Hier geht gar nichts mehr in die Finger. Kein Kribbeln oder Vibrieren über die Wurfarme. Und wenn man jetzt mal den Bogen auszieht, hat sich selbst das hat sich verändert. Deutlich weicher, deutlich angenehmer. Also ich denke, da wird sich wahrscheinlich jemand freuen, wenn der dann den Bogen mit der Sehne kriegt. Also Dankeschön, Guido. Jetzt schießen wir das Ganze noch mal durch den Chroni und gucken, ob sich da auch was verändert hat. Also alleine schon der Komfort durch das weichere Ziehen jetzt, der ist schon vollkommen ausreichend und der, ja, in meinen Augen schon Grund genug für eine andere Sehne. 152,1. Wir schießen jetzt wieder die etwas schwereren Pfeile, die Cross X. Sieht genauso aus, glaube ich, wie vorhin. 150,8. Gleich die leichten mal hinterher. 165,3. Auch hier ist jetzt die Rückmeldung mit dem leichten Pfeil von dem Bogen nicht mehr so wie noch vorhin mit der originalen Sehne. 167,6. Ja, wenn ich vorhin noch gesagt habe, ich würde den Bogen mit den schweren Pfeilen bevorzugen. 167,9. Dann weiß ich jetzt nicht mehr, was dagegen spricht, den mit den leichten Pfeilen zu schießen. Ja, also ich bin begeistert. Ich bin sprachlos und in der Kombination, also auch schon mit der Originalsehne, ist das ein schicker Bogen und wirklich eine Überlegung wert, sich den anzuschaffen. Aber so wie er jetzt ist mit der Sehne, der macht jetzt so einen Fun, da überlege ich, ob ich ihn überhaupt wieder zurückgebe, Kai. Ja, Leute, wer noch irgendwie Fragen zu dem Bogen hat, zu dem wunderschönen Korall, ja, einfach mit unten in die Kommentare. Ich versuche das so gut wie möglich zu beantworten und sage ansonsten danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.